Interessant. Ach, jetzt war das. Ja, ich entsinne mich. Jetzt konnte ich nichts mehr machen. Okay. Interessant. Jetzt müsste ich. Das kotzt mich gerade an. Jetzt müsste ich es eigentlich nochmal spielen, um zu gucken, ob es einen Unterschied macht, wenn man nur ihn nimmt. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, das mache ich nicht mehr heute. Das mache ich irgendwann mal in Ruhe. Auch nicht in der Aufnahme. Ihr wisst jetzt, dass es anders ist und dass es noch mehr Möglichkeiten gibt als das, was wir jetzt schon sehen. Ja, alles gut. Da konnten wir nichts machen. Aber echt interessant. So, kann ich. Ich habe ja letztes Mal alles ausprobiert. Mal gucken, ob ich diesmal direkt durch kann. Ja. Guck mich nicht so an, Mr. Schrank. Ich will doch nur das Rad. Für die arme kleine Katze. Jetzt bin ich gespannt, wie der Gesprächsverlauf verläuft. Sie ihm wieder die Standpauke hält? I hate you. Nee, es ist ein anderer Verlauf. Good. At least you can still feel something. I look at you and I see nothing. Not the beautiful girl I fell in love with. Not the mother of my child. Not even the hateful monster you pretend to be. You're just Ouch. Empty. I look at you and I feel nothing. It scares the hell out of me. I'm about to say how hideous I am. Go on, I know you want to. God, not that again. No. I know you're disgusted with me, admit it. Right, I am disgusted with you. But it has nothing to do with the way you look. I'm disgusted with what you let it do to you. How you let it change you. Okay. Ja, schon ein ganz anderes Gespräch, ne? Ja, aber so unterschiedlich kann es sein, ne? Im ersten Durchlauf war die Mutter der Engel der Zeit, ne? Und jetzt sieht der Vater eigentlich gar nicht mehr so böse aus, wenn man sich denkt, ah, das ist auch nur ein armer Kerl. Ah. Sein Bild ist groß. Ja, aber er repräsentiert halt auch die Dunkelheit, ne? Princess, wake up. I need you to get dressed real quick. There are men coming. Some very bad men. They want to take you away from me. But I won't let them. We won't let them, will we? Ah, okay. Yes. Huh. Now I remember. Throughout all the chaos and misery, in his own flawed and misguided way, he did love her after all. His way of expressing it was a different matter altogether. Hm.
Ich gehe mal erst ins Kinderzimmer. So. Gucken wir mal. All right, young lady. Shall we continue? Right. Mm-hmm. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Mm-hmm. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something move. Keep your head straight! Er meckert, ob wir gucken oder nicht, das ist egal. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. Manche Sachen kann ich nicht beeinflussen. Keep your head straight! Entschuldigung. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed. Das ist so schnell, das kann ich nicht ausgleichen. Aber selbst wenn ich gerade auf ihn zugucke. As the princess moved, the growl got louder. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster sniffed at the air, its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. Ich versuch's. Ich will ja gar nicht hingucken. Ich will nicht hingucken. There was a stillness in the air. Eyes front, young lady. Wer sieht einen hin? Manches kann man halt provozieren oder aber manches halt nicht. Do you want this story to have a happy ending or not? Ja, doch. Oh, God damn it, not again. Fine. Because the princess wouldn't stop fidgeting, she was set upon by the evil witch's minion and dragged off into the darkness, never to be seen again. The end. Diesmal hat er es schneller abgebrochen. It was always my fault. All I had to do was stay still. Day after day, for hours on end. Until he would finally get it right. I've lost count of how many attempts there were, but each one made me feel like I was his greatest failure. Das heißt aber auch, man kann die Geschichte quasi durchsetzen. Oh. Man kann seine Geschichte durchsetzen. Hä? Okay. Keine Ahnung, warum jetzt da dieser Ladebalken war. Hier die Bilder. Aber hier ist sonst nichts. Ja. Ich glaube, hier oben war es das dann. Ich gehe mal runter und gucke, ob ich alle Bilder habe. Ich glaube nicht ganz dran. Aber vielleicht habe ich ja Glück. 9 müssten es an der Zahl sein, oder? Oder nicht? Ja, da fehlen noch 2. Ja, aber die Reihenfolge. Also ich kann sie ja mit mehreren ersetzen. Ich würde sagen, als erstes kommt das, dass sie sich versteckt. Das mit dem Hund? Ach, warte mal. Außenrum ist ein Bild. Das sehe ich jetzt gerade erst. Das hat wahrscheinlich einen Sinn. So vielleicht? Ja. Das Bild hat einen Sinn. Warte mal, dann müsste das hier oben...
Wappen sein? Ne, das hat zu wenig. Das müsste dann... Oder unten? Das ist eine Lippe, das ist unten. Dann ist das die Seite. Uns fehlen noch zwei Bilder, damit wir das Gesicht komplett machen können. Verdammt! Jetzt will ich die beiden Seiten haben. Aber wo sollen die sein? Ich meine, ich kann ja nur Seiten sammeln im Haus. Oder? Oder muss ich wieder in diese Vision mit dem, sag mal schnell, mit der Kunst? Weil da konnte man doch auch Blätter finden. Kann ich Visionen eigentlich wiederholen? Ich versuche noch irgendwie hier was rauszuziehen, aber irgendwie... Ich glaube, ich finde hier nichts mehr. Hier war das mit dem Verstecken. Hier ist auch keine offizielle Schublade mehr. Hier verseuchten nur die Ratten. Aber dann muss es doch Ratten gegeben haben, weil er hat sich die ja immer sozusagen eingebildet. So, aber ich glaube, triggern kann ich hier nichts mehr. Das ist, wie es ist, alles. Schade. Ich frage mich, was passiert, wenn wir die Bilder beisammen haben. Okay, hier sind wir gewesen, hier sind wir gewesen. Ich glaube, hierhin kann ich... Doch, kann ich zurück? Ist ja egal, in welche Richtung. Aber ich kann nicht raus, ne? Ich kann nicht raus. Ich gehe nochmal in den Keller, aber ich glaube nicht, dass hier was kommt. Ne, der Kerzenständer ist schon umgekippt. Da ist nur der Brief. Da ist das. Ne, ich glaube, das... Das war's. Vielleicht, wenn wir genug vom Vater beleuchtet haben, vergibt sie ihm auch. Könnte ich mir jetzt gerade so vorstellen. So. Na, manchmal ruckelt es ein bisschen. Ah, nur ein bisschen. So, warte mal. Hier war ja nichts mehr, ne? Ich glaube, ich habe auch beim ersten Durchlauf nicht alle, Ach, guck mal in der Schau. Gar nicht gesehen beim ersten Mal. Naja, ich glaube, es gibt hier auch nichts mehr. Nee, ich will noch nicht da reingehen. Auch wenn es offen ist. Lügen, Lügen, Lügen. Das kennen wir schon. Nee. Hab ich irgendwas übersehen? Weil die Lampe flackert hier noch. Es muss doch... Ja, aber das war's. Oder sehe ich das falsch? Wir haben alle Visionen gesehen. Das Einzige, was ich mir da nur erklären könnte, ist, dass wir wirklich mit dem Wachsmaler malen müssen. Was war hier? Henry Marvin, MD, Relationship Counselor. Ist da noch eine Rückseite? Ah. This time we are really going. Klar. Dieses Mal gehen wir wirklich. Kann ich den nicht? Nein, den. Hä? Okay, ich kann den aufmachen, aber da passiert nichts. Hier war, glaube ich, nur das Testament, das Verschrobene. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich irgendwas übersehe. Muss ja, weil irgendwie fehlen noch zwei Bilder. Damit das Gesicht komplett ist. Aber was soll denn hier sein? Also ich wüsste auch nicht wo. Vielleicht hier bei der Mutter im Raum noch irgendwo? Oder man muss wirklich mit, den ganzen Bildern. Okay. Boah, das möchte ich jetzt echt noch rausfinden. Ich habe zwar langsam ein bisschen Zeitdruck hier. Aber
das möchte ich doch echt irgendwie hinkriegen. Weil das wäre cool. Ja, man muss wirklich auf jedes kleine Detail achten, wie wir gerade bemerkt haben. Sonst verpasst man vielleicht die Lösung. Und das ist schade. Vielleicht hier hinter der Couch. Oh! That dog better not be where I think it is. Warte, kann ich... Ja, ich kann ihn wegjagen. Oh, hey, hey there, Princess. You want to sit on Daddy's lap? Come on, it's okay. Okay, also man kann... Wie hab ich denn das jetzt getriggert? Also man konnte den Hund wegjagen, damit es keinen Ärger gibt. Also man kann, wenn man das, wenn man es darauf anlegt, den Vater halt sehr positiv aussehen lassen, ne? Aber hier fehlt noch was. Eine Seite fehlt noch und das wurmt mich tierisch. Ob die irgendwo klebt, ob die irgendwo drunter liegt oder ob ich noch irgendwo einen Schrank übersehen habe. Ich meine, das Bein habe ich ja auch nicht auf Anhieb gesehen. Aber irgendwie... Meine Hoffnung schwindet. Aber hier ist halt das Kunstwerk und da ist eigentlich ja falsch. Also ich glaube, hier drin ist nichts mehr. Und vor allem jeder Raum hat ja quasi ein eigenes Bild. Ach, der Flügelstand hier fällt mir gerade ein. So. Ja, ich weiß es nicht. Hier fehlt, hier lag eins. Und hier lag eins, glaube ich. Ach, guck mal. Okay, der Hund beißt die Puppen, aber das gefällt ihr? Okay, ich habe die Bilder. Ich hab sie alle. Ich hab sie wieder alle. So, dann schnell runter. Gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Potato Man! Entschuldigung. So. Mal sehen, ob das was ändert. So, dann müssten die... It's me. But what does it mean? Oh, there has to be more to this. Hm. Das bin ich, aber da muss mehr sein. Okay, warte, wir haben, dass sie im Bett liegt, er sie anmeckert. Das Traurige, das mit den Hunden, dass er sie malt, dass sie sich versteckt. Die ganzen Bilder und er, ja, das ist er, dass er daran verzweifelt. Die Tür mit der Dunkelheit, dass sie da Klavier spielt, aber es nicht ihr so gut gefällt und dass der Hund irgendwie da weggeschickt wird. Okay. Aber Achievement unlocked. Setze alle Puzzleteile zusammen. So, das heißt, es bleibt aber jetzt wirklich, wirklich nur noch ein Raum über. Gut, dass ich nochmal geguckt habe, ey. Sonst hätte ich mir jetzt wieder einen abgesucht. Aber es bleibt nur dieser Raum. Oder, warte mal. Ich wollte ja wissen, wegen vergeben und bla, aber ich glaube nicht. Wir können nicht einfach gehen. Ich glaube, ihre Reaktion wird jetzt auf das Bild vielleicht ein anderes sein. Oder? Nee. Nee, wir können nicht einfach. Weil das wäre so meine Lösung gewesen. Also so geistig gedacht, ne? Dass sie dann irgendwie sagt, okay, ich habe das nochmal rekapituliert hier alles und jetzt ist gut, aber nein, wir müssen uns das letzte Zimmer angucken. Mal gucken, ob es jetzt was anderes passiert. I don't know what I expected to find. Schon drüber. A farewell note? A final will? What I found was an apology. Expressed in the only language he ever truly knew. At that moment, I could finally see my father for what he was. A man driven insane with sadness and guilt. Trapped in this house,
A nightmarish echo chamber of past mistakes and tragedies. It was this house. A place beyond hope, beyond redemption. I knew what I had to do. Ah. Okay. I had given up trying to understand my father a long time ago. But I could finally forgive him. Huh. Ach, wie krass. Alter, wie Hammer ist das denn jetzt bitte? Sie brennt die Hütte ab. Okay. Hey, Princess. What have you got there? Oh, that's so lovely, sweetie. But why pink? Nein! Nein! Alter! Was? Was? Nein! Nein! Sie hat... Oh nein! Oh, ist nicht wahr! Sie hat den bösen Geist, den Horror aus dem... Oh nein! Oh fuck! Ah geil! Richtig geil! Ja! Wie ich eigentlich gesagt hatte, also wenn wir es so spielen, dann hat sie mehr Verständnis für ihren Vater, weil sie sieht, dass es für ihn nicht einfach war mit der Mutter und allem, was passiert ist. Und dass die Mutter halt auch nicht nur ein Engel war. Aber war schon krass. War echt krass. Aber gut, dann hat sie ihm verziehen und das Bild verbrannt. Aber sein Geist und sein gezeichneter Wahnsinn in dem Bild gefangen lebt anscheinend dann noch weiter. Alter, krass. Richtig krass. Ich habe jetzt tatsächlich sogar Bock, den Hauptteil wieder zu spielen. Irgendwie, keine Ahnung. Ich denke mir gerade so, wenn ich jetzt schon so viel verpasst habe, wie soll das dann erst im Hauptteil sein? Da muss ja richtig viel gewesen sein, eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Aber krass, richtig krass. War auf jeden Fall wirklich ein schönes Spiel. Ich lasse die Credits einfach nochmal laufen, dann kann ich ein bisschen nebenher erzählen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es wirklich so einen Unterschied auf einmal macht, ob wir uns ihn aussuchen oder sie. Aber krass, krass. Aber bei dem Bild hätte ich mir irgendwie noch mehr gewünscht. Weil er ihre Zeichnung genommen hat und quasi sie drüber gezeichnet hat. Und sie sagt ja noch, irgendwie muss es einen tieferen Sinn geben, aber gab's ja nicht. Also wir waren ja überall. Es sei denn, jetzt ist noch irgendwas aufgeploppt gewesen. Das habe ich ja jetzt nicht mehr überprüft. Ah, krass. Warum pink? Krass. Ja, die Sünden unserer Väter, ne? Krasser Scheiß. Ja, ich glaube, es bleibt nichts mehr zu sagen. Einfach genial, das Spiel. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr Bock habt, holt es euch selber. Es lohnt sich wirklich. Wirklich, wirklich. Es ist super lustig. Ich meine, wenn ihr jetzt alle Folgen geguckt habt, dann habt ihr es jetzt quasi durch, aber glaube ich eigentlich nicht. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, wie ich Spaß daran hatte. Und ich weiß noch nicht, wegen den Achievements, vielleicht werde ich irgendwann nochmal zusehen, dass ich den anderen Teil nochmal, also den Hauptteil nochmal spiele, weil es gibt ja hier noch Achievements. Ich weiß, was ich will. Erreiche ein aufschlussreiches Ende. Aber ich denke mal, das basiert auf ihm. Betrachte eine volle Stunde lang Gemälde. Jede Notiz im Spiel. Also ich habe auch wenig eigentlich gefunden. Du könntest ein Problem haben. Sammle alle Skizzen von Nagetieren.
Lang vergessenes Geflüster. Erinnere jedes Wort. Erinnere jedes Wort, das du gesprochen. Naja, also du musst alle seine Erinnerungen finden. Unsterblich in meinem Herzen, finde alle Familienandenken. Also es hat definitiv Wiederspielwert. Jetzt Inheritance auf jeden Fall auch, aber das normale Layers of Fear auch sehr lohnenswert. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin begeistert. Und wie gesagt, ich glaube, ich werde es mir nochmal antun. Ich werde nochmal gucken, dass ich nochmal weiterspiele oder so. Aber das DLC war genial, vor allem für den Preis, ich glaube, das kostet irgendwie 3 Euro oder so. Und das normale Spiel auch, weiß ich gar nicht, was das kostet, aber kostet auch nicht viel. Also es lohnt sich wirklich. Ja, ich glaube, mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt auch in die Pause. Ich muss jetzt auch langsam los. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen guten Abend oder eine schöne Nacht, wann immer ihr das guckt. Ich war euer ShadowFox von Death Angel Elite Gaming und sage tschüss, bis zum nächsten Let's Play, zur nächsten Folge oder was auch immer auf diesem Kanal so läuft. Tschüss.